Ich glaube, es ist keine Übertreibung, wenn man sagt, dass das, was derzeit an der Wall Street passiert, das seltsamste Allzeithoch aller Zeiten ist. Wir haben ja gesehen, dass auch jetzt der S&P 500, der US-Leitindex, am Freitag ein neues Allzeithoch gemacht hat. Aber dennoch fallen deutlich mehr Aktien als steigen. Das ist absolut ungewöhnlich in einem solchen Umfeld. Wir haben in der letzten Woche von 11 Sektoren im S&P 500 8 fallende Sektoren gesehen, nur 3 steigende Sektoren. Also irgendwie schon ein seltsames Bild, das wir uns hier mal genauer anschauen wollen, zumal auch eben diese Rallye kam angesichts fallender Zinserwartungen. Hier sehen wir, wie stark das zurückgeht, nachdem immer mehr US-Notenbanker diese Zinssenkungshoffnungen versuchen zu dämpfen. Ich hoffe, Sie können das gut sehen. Diese dunklen Charts sind manchmal nicht so gut zu erkennen. Aber hier der McLaren Oscillator im Grunde, NIMO McLaren Oscillator im Grunde ein Maß für die Marktbreite, wie viele Aktien steigen, wie viele Aktien fallen. Deutlich negativ mit 35. Das erste Mal, dass wir einen so negativen Wert haben, während der Index selbst ein Allzeithoch erreicht, und hier rechts sehen Sie den Equal Weight S&P 500 weit, weit von seinem Allzeithoch entfernt. Wenn das jetzt ein so Spitzenbullenmarkt ist, diese Frage muss man stellen, warum steigen dann die meisten Aktien nicht, sondern sind eher schwach und es sind nur die wenigen Tech-Aktien, die das Ganze nach oben treiben? Da ist doch diese Frage offenkundig vielleicht gar nicht so unsinnig, zumal auch der Russell 2000, dieser Nebenwerteindex, der, wenn man so will, die amerikanische Wirtschaft doch relativ gut abbildet, der ist nach wie vor in einem Bärenmarkt mehr als 20% unter seinem Tief, unter seinem Allzeithoch oder seinem Hoch, während der S&P 500 eben ein neues Allzeithoch gemacht hat. Das, so Jason Gapfert, gab es noch nie. Das heißt, wir haben hier keine breite Rallye. Wir haben eine Rallye von wenigen Aktien, die so stark gewichtet sind in den Indizes, dass diese Indizes auf neue Allzeithochs steigen, während aber die anderen Aktien, die anderen Sektoren eben überhaupt nicht mitmachen. Hier sehen wir mal das Ganze von Octavio Costa auf die letzten 5 Jahre bezogen. Nur ein einziger Sektor hat neue Hochs erreicht, das war eben Technology. Wir sehen diesen himmelweiten Abstand zwischen Technology und dem Rest der ganzen Geschichte. Hier sehen wir mal in dieser Bloomberg-Grafik, wie viele bestimmte Aktien dazu beigetragen haben. Microsoft, Nvidia, selbst eine Apple, die zwischenzeitlich ja mal korrigierte, bis sie dann aufgestuft wurde mit lächerlichen Gründen, Meta-Platforms. Das war es dann so ziemlich. Und hier sehen wir mal diese Ein-Wochen-Performance trotz des Allzeithochs. Nur Technology und Communication Services im Plus. Dazu noch Industrials, sehr negativ, Utilities und so weiter, Basic Materials, Energy, also eigentlich Sektoren, die hier ganz hinten sind, wie Energie, Basismaterialien, die eigentlich hausieren sollten, wenn es wirklich so gut um die Wirtschaft steht. Hier Fonds, die verkaufen Aktien erstaunlicherweise trotz des Allzeithochs. Wir sehen auf der anderen Seite aber ein Blutbad natürlich bei Short-Positionen im Tech-Sektor, bei bestimmten Semiconductor-Aktien, nachdem TSMC, dieser taiwanesische, so muss es heißen, Chip-Gigant, ja, sich hoffnungsvoll gezeigt hat. Wir sind jetzt 11% höher beim S&P 500 als zu dem Zeitpunkt, als die Fed begann, die Zinsen anzuheben im März 2022. Und hier sehen wir mal die Heatmap, also das, was passiert ist am letzten Freitag. Da sehen wir wieder mal Apple, Amazon, Google, vor allem Nvidia, Meta, die sind alle grün. Wir haben ein Plus von 2% gehabt beim Nasdaq am Freitag. Aber nur 57% der Aktien in diesem Index sind gestiegen, 39% sind gefallen. Das bei einem Plus von 2%, muss man sich vorstellen, ist sehr, sehr ungewöhnlich. Hier sehen wir nochmal die Magnificent Seven mit einem neuen Allzeithoch, aber nicht alle performen ja so gut. Hier sehen wir schon mal in dieser Tabelle, dass vor allem Apple und Tesla hier zurückbleiben. Apple hat man versucht, offenkundig nochmal in diese Gruppe mit reinzuschieben, obwohl das Unternehmen ein aus meiner Sicht stagnierendes Geschäftsmodell hat, was wenig Perspektive bietet. Deswegen haben die Analysten gesagt, ja, die könnten ja irgendwas mit AI dann machen, mit künstlicher Intelligenz, Tesla. Also Tesla ist ohnehin nicht gut gelaufen und das wahrscheinlich mit sehr guten Gründen. Eine neue Nachricht übers Wochenende, dass Gebrauchtwagenhändler etwa
sagen, also unsere Teslas, wir müssen die Preise so weit runternehmen für Gebrauchtwagen von Tesla und ich werde nie wieder mir einen gebrauchten Tesla auf den Hof stellen, um ihn dann zu verkaufen. Also das nur ein Beispiel, aber Tesla mehrfach unter Druck in vielerlei Hinsicht. Was haben wir in dieser Woche an Daten? Zum Beispiel Tesla. Die kommen am Mittwoch nachbörslich, morgen dann Netflix, die Berichtssaison geht weiter. Wir haben, naja, eher so Daten aus der zweiten Reihe bis Freitag, dann haben wir die PCE Inflation Data. Wir haben etwa 20% der Unternehmen aus dem S&P 500, die berichten werden. Und das, was wir bisher gesehen haben, das war jetzt eher mäßig, nämlich die zweitschlechteste Beat Rate, also das Schlagen von Prognosen, von Erwartungen seit dem Jahr 2016. Gut, wir haben jetzt erst 10% der S&P 500 Werte, die berichtet haben, aber bisher war es eben relativ schwach. Nur 65,4% schlagen die Erwartungen, wie gesagt, zweitschlechtester Wert seit 2016, etwa in Übereinstimmung mit dem ersten Quartal 2020. Und das, obwohl wir hier gesehen haben, wie stark die Erwartungen nach unten genommen wurden für eben diese Estimates, für diese Schätzungen, was das vierte Quartal betrifft. Und das wiederum, wenn man das entgegenhält zu den Allzeithochs, die wir derzeit an den Märkten sehen, sehen wir, dass eigentlich die Berichtsqualität jetzt nicht so überragend ist, aber die Indizes dennoch neue Allzeithochs machen. Jardini in den USA sehr beachtet, sagt also, das ist doch ein perfektes Umfeld jetzt für Aktien. Die Rezessionssorgen, die sind geringer geworden. Jetzt fokussiert man sich auf Fundamentals und wir könnten jetzt eine übertriebene Aufwärtsphase sehen, wenn zum Beispiel Gelder aus Bereichen rausfließt, wo es Zinsen gibt, zum Beispiel Geldmarktfonds. Das könnte die ganze Geschichte noch nach oben treiben. Hier sehen wir auch die US Futures weiter nach oben, obwohl wir einen weiteren Sell-off in China sehen, aber der Nickel läuft weiter nach oben. Hier eine Einschätzung eines Analysten, der sagt, ja, also das Environment, das Umfeld, das sieht noch mehr und mehr aus nach einem Soft Landing, während gleichzeitig wir über Zinssenkungen sprechen. Jardini nochmal, die Economy is nearly as good as it gets, also viel besser kann es eigentlich nicht werden. Ja, das ist ein interessanter Punkt. Unemployment, Inflation, Gas prices are down, Consumer Sentiment and Retail Sales are up, also alles perfekt. Aber hier sehen wir mal Commercial and Industrial Loans, also Kreditvergabe an Firmen, wenn man so will, die ist negativ und normalerweise passiert so etwas kurz vor Eintreten einer Rezession. Auch dass Indizes Allzeithochs erreichen, passiert gerne kurz vor Eintreten einer Rezession. Ist also kein Beleg dafür, dass es der Wirtschaft so fantastisch geht. Einer der Belastungsfaktoren, ja, diese Geschichte im Roten Meer. Wir sehen jetzt mal einen deutlichen Anstieg hier bei den Earnings Calls, die wir bisher hatten, also bei den Aussagen von führenden Vertretern von Unternehmen gegenüber Analysten. Da wird dieses Thema doch immer prominenter, auch wenn viele sagen, naja, das betrifft die Europäer mehr als die Amerikaner. Das stimmt natürlich, weil hier vor allem der Verkehr eben Asien, Europa besonders betroffen ist. Aber diese ganzen Lieferketten, die sind global so vernetzt, dass Probleme in Europa dann auch Probleme in den USA verursachen. Wir sehen ja, dass ein amerikanischer Konzern wie Tesla eben seine Produktion stilllegen muss. Hier sagte deswegen auch Maersk, hier significant disruptions to global shipping network, also eben dieses Netzwerk, und das hängt dann alles zusammen. Dadurch ist indirekt eben auch die USA betroffen, weil dann zum Beispiel schlichtweg zu wenig Schiffe auch für die USA zur Verfügung stehen, um Waren zu transportieren. Deswegen sagen die USA, wir werden jetzt ein bisschen unsere Bemühungen in Sachen Houthis verstärken. Was haben wir noch? Ja, hier China, Hongkong. Die großen chinesischen Tech-Werte wie Tencent weiter im freien Fall, Hang Seng jetzt in der Nähe des 19-Jahres-Tiefs, nachdem man enttäuscht ist, dass hier keine Zinssenkungen kommen. Man hatte das gehofft, dass da geldpolitische Stimulusmaßnahmen passieren würden in China. Ist nicht der Fall, und dieses vermeintliche Wachstum von 5,2% ist wahrscheinlich ohnehin fake, dürfte nicht der Fall sein. Experten sagen, ja, so um 1,5% könnte die Zahl sein, wie China gewachsen ist, aber angesichts der Deflation ist die Zahl oder ist das Fakt
faktische Wachstum Chinas wahrscheinlich noch ein bisschen schlechter. Gucken wir uns hier mal den Vergleich an Nikkei zu Hang Seng. Also wenn man will, japanischer Aktienmarkt zu chinesischem Aktienmarkt. Wir sehen diese massive Differenz. Wir sehen, dass vor allem chinesische Zocker jetzt sagen, okay, hier bei uns, da läuft es schlecht, dann kaufen wir den Nikkei nach oben. Genau das ist das Bild, was heute hier auch passiert ist. Unabhängig vom Wirtschaftswachstum, China immerhin seit 2003, GDP ab 1000%, Japan 12%. Japan ist ja jetzt nicht ein Land mit den allerbesten demografischen Perspektiven, auch wenn man das relativ klug verwaltet, könnte man sagen. Aber massive Verschuldungen, Nullzinsen, die nicht steigen können, weil sonst die ganze Geschichte auseinanderfliegt. Indien, by the way, ist jetzt kurz davor, Hongkong zu überholen als viertwichtigster Stock Market. Indien ja auch derzeit gesucht, ein Land, das jedoch wirklich wächst. Das kann man von uns nicht behaupten. Habeck hat ja jetzt, oder sein Ministerium musste ja konzidieren, dass wir sehr magere Wachstumsraten haben dürften, wenn überhaupt. Daniel Stelter sagt, kein Wunder, schon vor 2 Jahren hat er Wachstum als Ziel abgeschafft. Wenn das nicht mehr im Vordergrund steht, hast du ein Problem. Dann hier die New York Times über das grüne Wirtschaftswunder. Germany wants a powerhouse, is a standstill, also stagniert komplett. Das können wir jetzt wörtlich nehmen, weil ab Mittwoch die Lokführer wieder streiken, das Land wieder in eine Art Stillstand schicken. Und der einstige Powerhouses in Germany, nämlich Bayern, meine physische Heimat, geistig weiß ich nicht so genau, jedenfalls die IFO-Studie, Wirtschaftsstandort, wird immer schwächer, Exportstärke schwindet spürbar. Bayern hat jetzt ein immer stärker werdendes Exportdefizit. Woran liegt das? Eben auch an den hohen Energiekosten und dass sich der durch diese Energiewendepolitik eben die Energieerzeugung nach Norddeutschland verschiebt. Normalerweise ist da, wo viel Energie ist, Zulieferindustrie, da gehen Firmen gerne hin, weil eben die Wege nicht so lang sind zu den Energieerzeugern. Das heißt, wir erleben so eine Art Verschiebung der ökonomischen Verhältnisse in Zeitlupe, aber unsere stärksten Pferde werden schwächer, während die schwachen Pferde im Norden etwas stärker werden, reicht aber nicht, um sozusagen das Pferd insgesamt stärker zu machen. Das ist das Problem an der Geschichte. Abschließend 2 Empfehlungen, meine Damen und Herren. Die Aktienmärkte, die vorzeitigen Zinssenkungen der Fed sind ein Risiko, nämlich dann, wenn sie nicht passieren. Daly von der San Francisco Fed hat am Wochenende nochmal klar gemacht, also das ist ein bisschen früh, was ihr hier erwartet mit März. Andere haben das ja auch schon gesagt. Erste Empfehlung, welche Risiken das sind. Und die 2. Empfehlung, meine Damen und Herren, du hast Aktienmärkte, ein neues Rekordhoch nach 107 Wochen. Warum aber dennoch dieses Jahr ein sehr wechselhaftes Jahr werden dürfte, das lesen Sie hier, also diese 2 Empfehlungen. Und jetzt sage ich Servus und Ciao, kommen Sie gut in die neue Woche hinein, meine Damen und Herren.